Halli, hallo, hallöchen und willkommen zu Teil 3 bei meinem Neverending-Ding vom Live-Basteln von Tina und Dani. Ja. Irgendwie gefällt es mir immer besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Je länger ich drauf gucke, umso besser gefällt es mir. Ist ja schon jeck, ne? Ja. Gut, hier habe ich, damit ich da ein Heft reinmachen kann, jetzt noch ein paar Blätter. Ich lasse den Stempel, Leute. Da habe ich das Blatt, das habe ich in der Mitte durchgeschnitten und konnte somit beide Hälften hier rein tun. Hier, das ist noch so ein Reststück von was anderem. Ja, und hier Packpapier, ne? Das war, glaube ich, mal ein Umschlag oder so. Jeder, das habe ich dann so im Jamzen gelassen, weil jo, mit der Schrift Paris finde ich ganz nett. Und hier kann man auch sehen, ne, das ist wirklich ein Reststück, ja. Darum geht es ja beim Junk Journal, dass man auch Reste verarbeitet, ne? Ja. Und jetzt brauche ich meine Büroklammer. Einmal hier und einmal hier. So, damit das schön zusammenbleibt, ne? Dann brauche ich ein Fädchen und ein Nädelchen zum Einnähen. Jawohl. Jetzt hätte ich da ja ganz gern was nicht so auffällt, ne? Ja. Sind beide ziemlich schnell, aber gut, wo bist du, meine Nadel? So. Dü-dü-düm. Das reicht, Fussel. So, damit ich das dann auch wenigstens in der passenden Farbe habe, ne? Da. Und so hat man Garn in der passenden Farbe. Einmal über das Stempelkissen gezogen. Das wird jetzt da reingetutet. Ich habe gesagt, du wirst da reingetutet, also geh auch da rein. Oh ey. Ist reingetutet. So, jetzt gucke ich mal, dass das möglichst in einer schönen Höhe da drin ist. Dann hole ich mir meinen Picker. Ein Loch. Mittelloch. Und drittes Loch. Ja, und das werde ich natürlich so einnähen, wie ich das immer mache, ne? Oder ja, fast immer. Ja, toll. Jetzt ist man natürlich. So ist besser. Ja, so ist besser. Und hier wieder rein. Und da wieder raus. Auf der anderen Seite vom Faden. Super. Wie ist das? Kommst du nicht? Mir ist heute eingefallen, mein Mann hatte mal ein Bundeswehrbesteck, ne? Und ich dachte immer, das hätte mit dem Auto. Jetzt habe ich da beim Handschuhfach nachgeguckt, da war ja keins drin. Ich weiß ja nicht, wo der das hingepackt hat. Das ist nämlich echt cool, ne? Das ist wirklich cool. Einmal hast du ja Messer, Gabel und Löffel in einem und dann ist da, also wenn eine klassische Bundeswehrbesteck ist, auch ein Dosenöffner mit dran. Finde ich auch super praktisch, ne? Ja. Ich habe geguckt, ich habe es nicht gefunden. Naja, irgendwann fällt es mir in die Hände, wenn es wirklich das ist mit Dosenöffner.
Also ich müsste eigentlich sein. Ich weiß es ja nicht. Kann auch sein, dass es nur so Besteck ist. Keine Ahnung. Da kam ich nämlich heute drauf, weil ich habe einen elektrischen Dosenöffner und so. Pff, wie lange habe ich denn? Weil ich damals hatte ich unheimliche Probleme mit den Händen und der hier oder der hier, das ging halt nicht mehr so gut, ne? Und da habe ich mir einen elektrischen geholt. Der war nicht billig, hat aber jetzt mindestens 15 Jahre gehalten, wenn nicht noch mehr. Und da dachte ich, ja, könnte man ja, ne? Weiter die Dosen damit aufmachen, aber die Katzenfutterdosen, die haben ja so einen blöden Ringpull und da geht hier bei der Sorte schon mal der Ring zum Pullen weg, ja. Und jetzt tut das nicht mehr. Jetzt ist der auch wieder oben der Mechanismus kaputt. Der Motor ist noch super gut, ne? Keine Frage. Ich meine, Flaschenöffner da dran, der ist so. Da tust du eine Waagrechte, dann eine Flasche dran. Nee, mache ich nicht, danke. Aber, ne? Der Messerschärfe ist auch nicht so berauschend. Also ich habe einen schönen Stein für meine Messer zu schärfen. Der ist klasse. Ja, aber zum Dosenöffnen hätte ich ihn ja doch ganz ja noch eine Weile gehabt. Ne? Ja, Pech gehabt, ne? So ist das. Jetzt ist er hin. Ich weiß ja nicht, ob ich das geflickt kriege. Keine Ahnung. Ich meine, einer, der sowas öfters macht, der weiß ganz genau, wie er das wieder hinkriegt. Ich aber nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das flicken soll, ne? Naja. Da habe ich dann meiner Freundin, der lieben Elke, davon erzählt. Und ach, meinst du, ich zeig dir mal meinen, der ist super. Da habe ich mir den so geguckt. Der ist wirklich ein ganz, eigentlich nur ein Stück Stahl und an einer Seite rumgebogen. Da ist eben die Schneidekante. Ne? Da machst du quick, 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 quick. Und da hast du die Büchse auf. Find ich super gut. Ja, so. Und so. Und so. Ich hätte aber da gerne noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ja, ja, so. Ja, so ist die OT-Ste voll. Aber gut. Ja. Ich habe gesagt, ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Ja, und dadurch kam ich auf den Trichter zu gucken, ne, weil sie meinte, der ist so toll, aber ich weiß nicht, wo den zu kaufen gibt. Und ja, und ich meine, klar, ich gucke auch schon mal Prepper-Videos. Eigentlich sehr selten, ich gucke sowieso wenig Videos, ne, außer Katzen. Die gucke ich dann zum Einschlafen, die Katzenvideos. Da entspannt mal so schön, ne. Aber da dachte ich, ja, das geht bestimmt bei Survival Kit und, ne. Habe ich auch recht gehabt, also sowas in der Art. Und da gab es die von der US Army. Da ist aber die Klinge irgendwie zum Wegklappen. Keine Ahnung, ob das gut ist. Keine Ahnung. So, das finde ich nämlich schön. Mit dem Schmetti. Jo, da fehlt aber noch irgendwas, ne? Da fehlt noch, aber das fällt mir dann noch ein. Jo, jetzt habe ich das hier. Das ist auch. Gut. Und da hätte ich hier ein bisschen Farbe hier am Rand. Nur ein bisschen. Mehr brauche ich ja nicht. So. Und dann würde ich da gerne ein Kräuterlein. Das ist ein Lackpapier. Ob da die Farbe hält, weiß ich nicht. Das sehen wir, wenn sie wieder abgeht, jetzt ab. Ne? Entweder sie hält oder sie geht ab. Ah ja, aber vom US-Militär eben die Dinger, die jedes überall zu kaufen. Und dann, das heißt, ich hatte erst bei Amazon geguckt und dann habe ich einfach mal gegoogelt. Ne? Manchmal habe ich ja Glück beim Googeln. Wie Google noch in den Anfangszeiten war, da hat Google mir alles an mir gezeigt, aber nicht das, was ich gesucht habe. Da war ich echt zu blöd zum Googeln. Aber jetzt, ja, dann bin ich ein bisschen am Rumprobieren und irgendwann habe ich dann.
Ja, und da habe ich auch wirklich Prepper-Seiten gefunden, die eben so einfache Stahldinge hatten. Sehen nicht identisch aus mit dem einen, aber, ne? Ja, finde ich super gut. Die kannst du ja echt gut gebrauchen, ne? Geht ja ohne Strom. Ist ja super klasse. Toll praktisch, finde ich. So, ja, das geht da rein, aber soll ich da dran lassen oder abmachen? Ne, komm, das machen wir ab. Das machen wir ab. Und zwar mache ich das so ab. Ja, schneide ich das hier auch noch ein bisschen. So, ich mache das nämlich nicht, wenn das so super steif ist, ne? Ja, aber diesmal, da haben wir auch direkt alles Mögliche gefunden, ne? Also jetzt, nachdem ich mal endlich googeln kann, zumindest halberlei, es klappt nicht immer. Aber meistens, sagen wir mal so, ne? Da google ich zwischendurch auch ganz hier alles Mögliche an Zeug. Also, Hedi, die habe ich mal geschenkt gekriegt, ne? Die hat eine liebe Zuschauerin mir zugeschickt. Finde ich total süß, ne? Die hat die Stanz wieder Däubel, nur um mir die Schmetterlinge zuzuschicken. Das sind noch so runde Dinger, ne? Man könnte auch Knöpfchen machen und so. Finde ich total süß. Hatte ich ja nicht mal dran gedacht. Die hatte ich jetzt auch in der Sticker-Kiste Kiste gefunden. Ja. Ja, ich habe immer noch Sonntag. Nur mittlerweile haben wir 7 Uhr durch, abends. Und frag mich nicht, ich bin heute so kaputt, ey. Ob das der Wetterumschwung ist, ich weiß es nicht. Oh ne, Jude, ich bin nicht mehr 20, ne? Die Zeiten sind vorbei. Ja, die Zeiten sind vorbei. Wenn ich dann kaputt war, da hat das nichts gemacht. Mal kurz Luft geholt und dann war es wieder gut, ne? Aber dem ist heute nicht mehr so. Ist halt so. Auch die Fühler. Wäre ja blöd, wenn sie umknicken. So. Und dann. Das sieht irgendwie bescheuert aus. Ne? Komm, ich schwisch da noch mal ein bisschen drüber. Kann ja ruhig ein bisschen fleckig sein. Ich meine, das ganze Papier ist fleckig. Also von daher, ne? Ja. Kannst du dir irgendwas einfallen lassen, was das darstellen soll? So. Und das wird nämlich hier reingemacht. Jawohl. Jetzt kommst du mal her. Ja, da würde ich natürlich mit dem anderen Pinsel leichter hinkriegen. Dann nehme ich auch. Aber da kommt mir auf Ideen, Sachen zu suchen. Ey, die brauchst du ja nicht. Ne? Du willst nur das so betatiert. Ja. Und was es da alles so gibt. Und gerade bei dem ganzen Prepper-Gedönse und so, ne, ist manchmal sehr interessant. Da könnte man durchaus autark leben. Ne? Da brauchst du nicht zu niemand mehr. Weil die haben ja einen ganz genauen Plan, wenn die die Zivilisation total zusammenbricht, dass man dann auch wirklich leben kann, ne? Überleben. Finde ich toll. Und da hatte ich mal einen Kanal, ich weiß aber leider nicht mehr, wie der heißt. Das ist ein Österreicher, glaube ich. Der hat auch von seiner Großmutter die Lebensmittelliste, die man auf Vorrat haben sollte, veröffentlicht. Einfach so zum Download für alle. Ne? Finde ich total klasse. Und zum Beispiel, da sind dann so Dinger drin wie Streichholz. Ne? Streichholz, ja, das ist wichtig, ein Streichholz, damit der auch im Dunkeln ein Lichtchen leuchtet. Ne? Also ich finde sowas gut. Ja.
Oder soll ich noch ein Kärtchen rein tun? Ich müsste hier noch, das hatte ich doch eben noch in der Hand. Ja, das hatte ich eben in der Hand und jetzt ist es fort. Ne? Ne, hier ist es. Hier ist es. Ah, ne, das ist aber klein. Das ist aber echt klein. Ne, das ist mir zu klein. Das ist mir zu klein. Da hole ich mal ein neues. Ja, da muss ein Stück weg. Mehr als ein Müll. Halt ein Stück. Was wäre das? 1,5 Zentimeter oder so. Ich schiebe hier wieder alles auf dem Tisch hin und her, ne? So, das passt. Jetzt mal messen, was sind das? Ja, ein bisschen wie die 1,5, ne? 1,75 Zentimeter, aber passt. Gut. So, jetzt will ich natürlich das Ganze ein bisschen abgerundet haben, dürfte ja wohl logisch sein. Los, da unten rein. Naja, guck ich hier mal auf der Seite. Ne? Da habe ich schon die dollsten Sachen gesehen. Da dachte ich, ja, nicht so blöd. Ne? Kostet nur, weiß ich, 1-2 Euro im Notfall. Ja, ne? Ich bin ja so ein Mensch, der Vorratshaltung betreibt. Ne? Mache ich ja echt. Aber das liegt auch daran, dass ich hier so. Ja, hier ist halt alles sehr weit auseinander, ne? Das Ganze nicht immer eben, wenn du merkst, abends, Mist, ich bräuchte noch ein bisschen Butter oder Salz ist alle, da kannst du nicht mal eben kaufen gehen. Das ist nicht hier um der Eck. Da brauchst du schon ein Stürmchen, ne? Ja, so ist das halt. Ja? Ja, gut. Passt doch rein, ne? Ja. Da klebe ich doch noch ein Schmeckli drauf. Warum nicht? Und dadurch habe ich immer, fast immer, gute Vorräte von allem. Ist mir natürlich auch schon passiert, dass eben, was weiß ich, mein Mann wollte Nudeln essen. Ich sagte, Schatz, tut mir leid, ich habe keine Nudeln im Haus. Wieso hast du keine Nudeln? Das hat man immer im Haus. Ja, hatte ich aber nicht. Für mich sind Nudeln nicht so wichtig. Aber eher waren früher mal die Eier zu Ende, dass ich da nichts mehr hatte. Ne? Das sind ja schließlich auch frische Sachen. Da kannst du ja nicht mal eben, was weiß ich, 100 Stück auf Reserve kaufen, die dann halten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nee. Ein rohes Ei hat ja doch, ne? Nie wisse halt, wer Zeit. Irgendwann ist es im Acker. So, hey, hatte ich vergessen, den Flügel ein bisschen zu machen. So, jetzt habe ich den Finger auch direkt ein bisschen mitgemacht. Das macht aber nichts. Ich muss das ganze Ding ja fertig haben, damit ich ja doch in das Album hochladen kann. Das ist für Titelbild des Monats. Ja, das ist dann für den August. Ich glaube, bis zum 28. muss man das fertig haben. Ein Foto und ja, hochladen und Judas, ne? Ach, das ist, ich glaube nicht, dass ich gewinne, aber das ist einfach, ja, just for fun, ich mach mit. Ich meine, die Mädels machen sich so eine Mühe. Ja, dann, ne? Machen wir doch mit. Da haben sie doch Spaß dran. Und ich habe auch Spaß dran. Da. Ist doch schön, ne? Ein Schmetterling. Ja, da hast du hier, ne? Ja, da siehst du schon, der Flütter. Der Flütter. Nicht der Flügel. Nein, das ist ein Flütter. Ja, jetzt könnte ich das auch hier einfach ankleben. Könnte ich. Oder. Oder da
Oder ich habe da gerade vor dem Kopf und das will ich rausholen. 15, ne? Da waren 15. Ja, ja, 15. Mein aller Graphitstift. Ist ja kein Bleistift, ist ja kein Blei drin. Ja, toll, so sehen wir aber nicht, wo die 15 ist. Du bist echt gut. Du bist echt gut. Hier ist ein Zettel auf den Zaun, da kannst du ja nichts mehr sehen. Ich bin jetzt ganz froh, dass mir dann eine Tischelchen zusammengebrochen ist. Denn dadurch habe ich jetzt meine Rollcontainer hier unten. Ich habe eine viel schönere Auswahl an Stanzer hier. Ich habe eine Schublade, wo ich meinen Bleistift reintun kann. Dass der nicht ewig verschwindibus ist, ne? Und so scherze. Also das ist ja schon voll wert. So, passt das? Passt das oder ist das? Ja, hier oben könnte noch ein Müh ab. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil das der Klebekante ist von dem Block. Das finde ich auch so doof, ne, bei den Blöcken. Da muss ich ja sagen, ich habe hier das, ich habe hier auch Designpapier schon viel gehabt von La Blanche und anderen. Das sind ja einzelne Blätter. Ne? Übrigens, ich habe mir vor einer ganzen Weile von La Blanche dieses Halloween-Gedöns gekauft. Das habe ich bestimmt vor 2 Jahren. Ich meine, das war da so ja im Angebot. Und da habe ich unheimlich was mir zusammengesucht und das liegt auch noch hier. Und daraus werde ich natürlich auch noch ein Buch machen, dürfte ja wohl klar sein. Na? So, ich könnte jetzt auch, ne, da nicht, denk du mal zu. Ne, da unten nicht. Was habe ich denn da drin? Ach so, ja, die sind süß. Hier. Nein. Warte mal. Nee, da will ich nicht. Ich suche noch Muster. Ja, hier, die ist doch cool, ne? Ja, das ist doch cool. Die will ich dann haben. Und zwar. Und jetzt ganz genau in dem Muster weiterschneiden. Das ist ja so einfach. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall mache ich auch noch ein richtig schönes Halloween-Journal. Jetzt bin ich nebenbei noch, ja, ohne euch, ich bin frech, das für das Design-Team die Eulenschule am machen. Da habe ich mir auch wieder was ausgedacht. Ey, echt. Aber wird cool. Denk ich mal so. Für mich auf jeden Fall. Ne? Wird cool. Find ich. Ja. Und das Gorgeous Gothic, das kommt jetzt demnächst dran. Ja. Also ihr bekommt noch viel zu sehen. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier nicht so schön. Das liegt nicht an der Schere, nein, das liegt am Papier, in der Tat. Weil der Papier nämlich doof ist. Ach ja. Oh. Ja, ja, eigentlich wollte ich halt da dran kleben und dann, ne, aber das mache ich glaube ich jetzt anders. Wäre doch so gut, oder? Ja.
Ja, doch, so auch gut. Ja, das wäre sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, komm, schön dran gedrückt und dann, ne? Schön verteilt. Ja, so ist ja prima. Gott. Ja, da habe ich dann noch ein Ausklappdingsbums. Ne? Warum nicht? Hat auch nicht jeder. Ich sage ja, ich interpretiere das für mich. Ne? Ich bastel das ja nicht eins zu eins nach, sondern einfach so aus dem Gedächtnis und dann. Ich weiß auch nicht mehr, wie die das alles ausgeschmückt haben, ganz im Ernst. Ich mache halt mein eigenes Dingsbums draus, ne? Und ich denke, das ist ja auch mit Sinn der Sache. Obwohl es dafür den Wettbewerb Titelfoto des Monats total wurscht ist, was ich da innen mache, denn es wird ja nur von außen fotografiert. Ne? Ja. So. Ja. Mache ich hier aber auch noch so ein bisschen, ne? Ah, ich habe mal heute, naja, was heißt heute? Die letzten paar Tage habe ich meinen Film angeguckt, ja. Das dauert bei mir mehrere Tage, weil ich gucke immer nur so Viertelstunden, halbe Stunden und dann, ne, hast du nicht gesehen, ist es vorbei. Ist bei mir nun mal so. Und das war diesmal der Happy Face Killer. War sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Und das ist nach wahren Begebenheiten, fand ich auch sehr gut. Das könnte ich da noch irgendwie so reinbraten, ne? Ja. Können ja auch so. Dann geht hier noch was ab. Ja, da gucke ich gleich mal. Ja. Also ich fand das echt gut, ne? Weil das hat wirklich tierisch Spaß gemacht, den Film zu gucken. Natürlich nicht tierisch Spaß, weil da so viele gestorben sind, aber der war sehr gut gemacht, ne? Habe ich nie gesehen. Ich glaube, der ist von 2016, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Ich weiß nicht mehr. Aber war sehr interessant. Auch wie die den dann gekriegt haben. Aber man hat auch was. Ein Blick in die Psyche dieses Typen gekriegt. Das war mega spannend, echt. Wirklich mega spannend. Ja, ich finde das gut, wenn ich so einen Blick in die Psyche eines Bekloppten bekomme, weil ja, das ist ja auch das Schweigen der Lämmer, ne? Ist ja genauso. Ich meine, da guckst du zu. Ja, klar, ist der Gruselfaktor, Ekelfaktor, das auch. Aber irgendwie bekommst du einen Einblick in die Psyche eines Menschen. Und das finde ich schon genial, wenn du dann, ja gut, Schweigende Lämmer war ja nur fiktiv. Und hier der Happy Face Killer, das gab es ja wirklich, ne? Das basiert ja auf wahren Begebenheiten. Und ich finde das dann toll, wenn du dann mal so sehen kannst, wie tickt so ein Mensch. Weil die denken ja ganz anders, ne? Die haben eine Art zu denken, das ist, ja gut, ne? Halt nicht normal. Und irgendwie, ja. Sagt immer, das bist bestialisch, das sind Bestien, aber irgendwo tun mir diese Wesen auch leid, denn überlegst du mal, damit du so wirst, ne? Jo, das mag manche geben, die kommen so zur Welt, andere werden so durch das, was sie so erleben, ne? Ist ja auch nicht immer einfach. Ist ja so. Das ist nicht immer einfach. Ist da oder ne, die Eule können ja auch einfach hier einen Baum setzen, ne? Hier ohnehin, jo. Mache ich auch das Eichhörnchen, das Kaninchen, ne? Jo, das Eichhörnchen hier.
Ja, ist ich alle kommen. Da tue ich auch ein bisschen, so ein ganz klein bisschen am Rand, dass das so ein bisschen übergeht. Ne? Finde ich mich sehr süß. Ich liebe Eichhörnchen. Falls das noch keiner mitgekriegt hat. Ich liebe Eichhörnchen. Und ich mag Blümchen. Ja. Da wirst du bestimmt nicht drauf gekommen. Zumindest nicht die, die mich schon ewig gucken. So. Ja, warum das jetzt? Keine Ahnung. Das halt mal halt, ne? Ja. Und hier kann man dann einen Tag reinmachen. Hier hätte ich aber dann gern noch hier so ein Dingsbums hin. Könnten wir auch ein paar Tags reintun. Ist ja auch real, ne? Also Sticker, wenn die einen Papierrückwand haben, bekommt man oft, nicht immer, aber oft leichter ab, als wenn das Plastik ist, echt. Das finde ich total grausam. So. Ja. Hier, das mache ich jetzt immer weg. Ganz knapp. Husch. Ich habe nämlich. Ist er doch. Ich habe den. Ah, nee, doch, ist gut so. Ist gut so. Das ist nämlich der neuere, den ich habe. Finde ich auch schön. Er hat so ein ganz anderer Lochung, ne? Ah, dämlich, das ist schief, ey. Muss ich aber jetzt aufpassen. Zack, bumm. Ich sage es ja, ne? Ich sage es ja, wo bist du? Komm her. Das Papier ist echt nichts wert. Macht sehr viel Arbeit beim Verarbeiten. So. Und jetzt gehen wir da was drüber. Bleibst du wohl liegen, du? Und dann machen wir hier eins. Hier eins. Ach, und da auch schon wieder. Ne? Jetzt gehe ich da aber einfach nur so drüber. Das ist mir jetzt egal. So. Oh, jetzt sehe ich hier gerade. Ja, das ist natürlich dusselig. Ne? Dass das da auch so gefusselt ist. Ich hatte ja. Weil ich heute Nachmittag so müde geworden bin, da dachte ich, ja, heute kriegst du nichts mehr, ja, nichts mehr. Jetzt machst du Feierabend. Sonntag ist Sonntag, da machst du nichts mehr. Ja, aber jetzt eben habe ich nochmal den Tralli, mich hier hinzusetzen, um doch noch eins zu machen. Da können die auch die Eule drauf machen. Die können die auch hier drauf machen. Sieht ja auch hübsch aus. Ja, finde ich mal. Dann machen wir den Rand aber ein bisschen. Ne? Sieht da ein bisschen. Weißt, was ich meine? Weil das ja wirklich extrem dunkel ist. Dann ist das nicht so hart der Übergang. Ja, komm. Boah, ey. Meine Eule. Ich finde die total süß. So. Ich stecke noch nicht ganz so tief rein, weil sonst bleibt das nachher da drin pappen. Das fände ich nämlich doof. So. So, jetzt könnte ich theoretisch. Oh. Ich hatte wieder mein Bein, der Tisch wird schon rübergerückt. Jetzt kann ich ja theoretisch hier den anderen holen, ne? Zwei verschiedene. Ach Gott, ne, da muss ich auch ein bisschen.
Das ist echt ein fieses Papier. Also zum Stanzen finde ich nicht so schön, ganz ehrlich. Warum ihr denn jetzt hier stanzt habt? Ja, weil ich das machen wollte. Da habe ich halt die Arbeit und muss das andere nachschnippeln. Ist so. Hier ist immer noch so ein Futzel. Ah, und bei dem Film, die FBI-Agentin, das war Gloria Räuben, also bei Happy Face Killer. Die ist mir ganz besonders bekannt aus Emergency Room. Beste Art-Serie ever. Ich meine, ich liebe auch Dr. House und Good Doctor, aber das ist die beste Serie. Wirklich. Da kommt ein Schmetterling drauf. Warum? Weil ich dazu haben will. Ja, da war die nämlich auch eine Ärztin. Ja. Und von da kenne ich die noch. Da war die Jeannie Boulet. Ja, jetzt wunderst du dich, dass ich nach all der Zeit, gibt es ja schon ein paar Jahre nimmer, ne? Dass ich das noch weiß. Einmal vergesse ich Gesichter und Schauspieler eigentlich nie und zu welchem Film sie gehören. Also höchst selten, dass mir was durchgeht. Und dann habe ich diese Serie, das ist noch ja nicht so lang her, nochmal so in einem Rutsch durchgeguckt, ne? Ja. Geht ja Amazon Prime. Jetzt macht manch einer denken, ich denke, das Geld. Ja, aber ich war auch in den Urlaub und ja, nix. Mein Urlaub, wo ich wirklich Urlaub gemacht habe, der muss erst noch geboren werden. Weil, ja gut, ein bisschen Erholung hatte ich da auch, aber ne, das waren auch immer nur so 3 Tage, wo wir gefahren sind. Das war halt nichts mit Urlaub. So einfach ist das. Da war nie was mit Urlaub. Ja. So. Ne? Ist doch hübsch. Ja, gefällt mich. Und jetzt will ich hier noch ein Stückchen Spitz drauf haben. Also, Spitze her. Und klebe ich jetzt mal außen. Ich glaube ja. Mitzi war auch schon da, Abendfutter holen. Die Babys sind noch nicht zu sehen. Ich weiß auch nicht, wo die tagsüber sind. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Ich weiß nicht, ob die sich verstecken oder was. Also tagsüber kriege ich die eigentlich nicht zu sehen. Ich kriege früh morgens 1 bis 2 zu sehen. Und abends, wenn ich viel Geduld habe, dann bekomme ich so immer alle 4 zu sehen. Ja, die sind halt frei geboren, ne? So ist das. Ja. Genau, so will ich das haben. So will ich das haben. Jut. Ja. Finde ich schon hübsch, ne? Mach sie hier auf. Oh, das ist ja auch noch spitze. Jo, das könnten wir hier auch noch machen. Ne? So ein bisschen spitz dran. Würde auch noch hübsch aussehen. Ach komm, der ist auch noch da dran.
jetzt muss ich mich ein bisschen nach links lehnen, damit ich auch was sehe. Ich kann schlecht vor dem Tisch hin und her rutschen, weil für meine Beine ist ja nicht genug Platz. Ne? Sehr ender. So. Ja, dann möchte ich hier aber auch was Spitze haben, ne? Das wollen wir doch. Oder nicht? Doch, ne? Ja. Dann wollen wir hier auch ein bisschen Spitze haben. Ja, wenn ihr in den Pott gucken könnt. So. Gestern habe ich auch nicht die Igel gesehen. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, nachdem Fips heute Morgen da war, wer den Rest vom Futter gefressen hat. Ende war noch im Napf, aber keine Katze weit und breit. Eine halbe Stunde später war der Pott leer. Aber richtig leer. Also, ja, muss schon eine Katze da gewesen sein. Vielleicht wart Manni, der hat die Gunst der Stunde genutzt. Keine Katze zu sehen, ich tu futtern. So, das habe ich jetzt ein bisschen schief drauf, aber naja, ne, kennst mich ja. Bei mir ist immer irgendwas schief. Ja, doch, das sieht hübsch aus, ne? Ja, komm, da kommst du dahin. Meine Natur, Tierchen, Schmetterlinge, da passt doch alles, ne? Und wenn alles im Blau ist, dann ist es halt so. Ja. Kommst du jetzt? Ja. So. Ne? Hier ist nämlich nichts zum Reinstecken, ja. Hier könnte man noch Täschchen reinmachen und ja, kann man. Könnte man. Kann auch einfach hier so, ne? Ja. Steht ja hier ein bisschen weg. Das müsste gehen. Ich kann auch einfach hier so, dass man so was reinschiebt. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier noch? Ne, das ist nur weiß. Jo, jetzt will ich das hier für da in die Mitte. Ne? Für da in die Mitte. Okay, dann mache ich noch mal anders. Bis da. Ja, toll. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ich komme jetzt nicht an meinen Bleistift, weil da müsste ich mir den Arm brechen. Echt. Also so voll zum Querpacken kann ich auch nicht. Ich habe mir wieder eine Schublade getan. Und da habe ich gerade so schöne Papierchen im Griff. Da lege ich das ja nicht aus der Hand. No? Ist ja wohl logisch. So. Ja. Das kommt hier hin. Kommt da hin. Und dann. Jawoll. Jawoll, jawoll. Genau. Genau, genau. Jetzt hätte ich da gerne noch eine Notch drin. Ja. Ich will oben eine Notch. So, drin. Ich wollte schon sagen, soll ich öfter so feste drauf hauen? Eine Franz und nicht so, oder wie ihr Franz? Ach Mann, nee, ich finde das zu doof, ne? Ja, welcher Stanze hat Franz? Also, ja, welche Seite, ne? Der Franz zu allen Seiten. Und das finde ich so vollkommen ätzend. So, der Rest bleibt dran, das ist mir jetzt egal. Gut. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon wieder dran bin. Oh ja, geht noch, geht noch, geht noch.
will doch so ziemlich jetzt das letzte sein. Dann schauen wir mal. Ne? Dann schauen wir mal. Bleibt leer, das mache ich ja. Bitte, bitte, bitte. Richtig. So, und jetzt will ich hier und da auch noch was Spitze haben. Ah, super. Kleber vernichtet. Einfach so wenig. Ui, richtig anrecht. Ah, ich habe mich heute noch so geärgert über was und das schwirrt mir immer noch die ganze Zeit im Kopf rum. Also da ist nicht schön gewesen. Wenn einer nur das eine sieht und nicht das vom anderen und wird dann auch noch irgendwie locker leicht. Naja, ne? Das finde ich nicht schön. Nee. Das finde ich echt nicht schön. So. Und da kommt jetzt eine Karte rein. Die ist natürlich schon zu lang, ne? Ist ja logisch. Die schneide ich jetzt noch ein Stück ab. Das müsste nämlich so ungefähr passen. Ja, jetzt hätte es auch ruhig ein bisschen länger sein können, aber gut. Das macht nichts. Das macht ja nichts. Denn da machen wir jetzt was anderes. Also, die Spruch ich nehme. Tschüss, hasta la vista. Deckel. Klappe zu, Affe tot. Ne? Ich weiß ja nicht, wieso. Wo kommt dieser Spruch her? Ganz im Ernst. Klappe zu, Affe tot. Ist ja eigentlich ein blöder Spruch, oder? Ja, naja. Aber ist wie es ist. Es gibt ja mehr so Sprichwörter. Da denkt man, wo kommt das überhaupt her? Oder die beste Krankheit taucht nichts. Welche Krankheit soll die beste sein? Krankheit finde ich immer doof, ne? Ist doch so. Also, ja. Alien, wo bist du? Da hinten. Mein Alien. Mein süßes kleines Alien. So.
Jetzt hat mich gerade wieder eine Mücke in das Bein gebissen. Ich habe hier, also so Fliegen sind da. Ich finde die so krasslich, ne? Die beißen einen einfach. Ja, zack. Und da kann man das nämlich auch wieder dran rausziehen. Du kannst also ruhig versenken. Du könntest es auch als geheimen Platz für, was weiß ich, irgendwelche Geheimnisse. Ja klar, geheimer Platz, Geheimnisse, ne, ist ja endlich logisch. Da machen ja keine öffentlichen Verlautbarungen rein. Dö. Hast du wieder super formuliert, Frau. So, jetzt mache ich das hier und das hier und das hier und das hier. Ja, ist sie, ja, kannst du mir doch so runterbändeln. So, dann haben wir das hier. Dafür Text. Hier kann man noch mehr Taschen reinmachen, wenn man denn möchte. Das geht so rum. Und das geht so rum. Und das geht so. Und dann ist das gut. Ja, ein bisschen tief, aber naja, dann das Schmetterling ist auf jeden Fall noch frei. Und ne, die Bäumchen kann man trotzdem sehen. Und hier hinten habe ich das Dingsbums. Ja, das hätte ich auch wirklich anders machen können, aber ist auch gut. Man kann noch ein Hefter einhaken, ne? Ja. Also das ist meine Interpretation von diesem Live-Bastel. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin nämlich jetzt fertig. Ja, Teil 3 und fertig. Gut, Halleluja. Wurde ja mal langsam Zeit. Ja. Danke für Zugucken, für dabei sein, für Zuhören oder auch nicht. Falls du ohne Toni hört hast, aber dann hörst du jetzt auch nicht, was ich sage. Ist auch real. Jo. In diesem Sinne dann, ne? Bis zum nächsten Mal.